Drück die Daumen, Skylander. Falls du welche hast. Lord Chaos, soll Dreamcatcher hier irgendwo sein? Was er nicht erwähnt hat, ist, dass dieser Ort total verflucht ist. Die Einwohner nennen ihn den Giftsumpf der schlechten Entscheidungen. Offenbar ist hier jeder dazu verdammt, schreckliche Entscheidungen zu treffen. Hoffentlich war es klug von uns, Chaos zu vertrauen. Sei besonders vorsichtig, Skylander. Das riecht nach Falle. Das Blatt für diesen Sumpf zu wenden. Der Legende nach können Geister Flüche vertreiben, aber als eine Gruppe von ihnen hierher geschickt wurde, ist ihre Rakete abgestürzt. Ich habe einen Plan, sie zurückzuholen, aber dafür brauche ich Ice Creams Hilfe. Hast du sie gesehen? In dieser Zone sind Schurken stärker. Ich bin hier noch stärker. Unglaublich! Dieses Rätsel kann ja jedes Spaß verlösen.
dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Ich schnapp mir alles! Chomchest! Der Tarn kriegt zu viel für dich! Chomchest besiegt! Steck eine Erdpfanne ins Portal, um diesen Schurken zu fangen. Pack dein Geld in mein Maul! Aber ich hab immer noch Hunger! Chest gefangen. Gib mir einfach Schätze. Ich bin reif zum Glück. Ich bin der richtige Zahn für den Job. Bin fest. Verdammt! Mann. Du benötigst einen Crabmaster vom Gespensterelement, um dieses Tor zu öffnen. In dieser Zone sind zwei Länder des Gespensterblitzes stärker. Geschafft! Ich bin frei! Ich heiße übrigens Hedwig. Und ich habe gehört, dass du dir das Dorf ansehen willst. Ich kann dich hinbringen, aber sieh dich ruhig vorher auf dem Friedhof um, wenn du magst. Was soll da schon schief gehen? Diese Brücke führt dich zu einer Windmühle. Auf der Windmühle befindet sich ein Kran. Der Kran bringt dich hinab zum Sumpf. Der Sumpf führt dich dann ins Dorf. Wieso wir das so kompliziert gemacht haben? Das ist der Fluch, sag ich dir. Siehst du, was ich meine? Sag ich doch, definitiv ein Fluch. Ich sollte dir wohl das Tor öffnen, aber die Leute hier neigen zu schlechten Entscheidungen. Es liegt ein Fluch auf dem Dorf, weißt du? Aber wie wär's, wenn wir vorher Himmelssteinschmettern spielen? Wenn du gewinnst, lass ich dich durch. Sollen die Himmelssteine entscheiden?
Guldor. Rage Mage. Rolrus. Ich wollte nur nicht wieder eine schlechte Entscheidung treffen, aber die Karten sagen, dass du okay bist.